So, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dingsbums nach Nummer 5. Von meiner Odyssee müsste Nummer 5 jetzt sein. Mighty Morphin Power Rangers, ja. Das nächste Spiel, was ich so angespielt habe, war auch das letzte für den SNES. Und ja, die böse Hexe Rita greift die Stadt an. Die Jungs, der in der Mitte, der Rote, der Jason, die Pinke, die Kimberly, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist der Billy, Trini, Billy, Jason, Kimberly, zach. Wen nehme ich denn? Das stimmt, der tanzt, die ist ja eher so ein bisschen so die Fitness-Tante, die klischeehafte Kung-Fu-Meisterin. Der Kampfsportprofi halt und der halt voll der Nerd sozusagen. Ich würde sagen, wir spielen mal den Jason. Und ja, den Zach, Jason nicht, Zach mal nicht, Entschuldigung. Ja, wir müssen uns durch die Monsterhorden kloppen. Ich weiß nur nicht, wie man sich verwandelt. Irgendwie kann man doch auch die Seite wechseln. Okay. Ja, so ein typisches Street, so ein typisches Straßenkampf-Game. Du gehst durch ein paar Sachen durch. Und ja, muss halt die... irgendwie halt die Leute zermürben. Ist noch relativ einfach. Ja, es war klar. Stimmt, ich glaube. Oh, du Rattengesicht, du Elendes. Stimmt, die haben ja so verschiedene Moves. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann auch Dingsbums ändern kann. So, naja, auf jeden Fall Power Rangers. Das habe ich auch mit Marcel zusammen früher mal gespielt. Genauso wie Mystic Quest Legend, meine ich. Das hat aber auch wirklich nur er und ich habe das irgendwie gefeiert. Ich war früher voll der Power Ranger Fan. Jo. Na, kommt runter. Doof, dass sie immer so wegfliegen. Dann kannst du nämlich nicht richtig verprügeln. Kann man sich nicht auch irgendwie verwandeln? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. So, wollen wir erstmal durchlaufen hier. War an sich schon ganz cool. Also für Super Nintendo, immer noch Super Nintendo, ist immer noch Super Nintendo Verhältnisse. Naja, ich habe das bei Marcel früher immer gespielt. Man kann es auch zu zweit im Koop spielen. Da komme ich dann auch wirklich dann zum nächsten Punkt während dem Alter. Zum Spiel während dem Spiel. Ja, macht wirklich Spaß, wenn man es zu zweit oder so spielt. Da kommt jetzt irgendein Endboss. Der Skelett, Mann. Oh, diese Musik, ey. Ja, Macht des Mammuts. Jawohl. Vergiss es, niemand macht den Mammut platt hier. So, jetzt Jason, lauf dem Trottel mal hinterher. Jetzt gibt's erstmal dick auf die Backen, ey. Achso, das sind Bomben. Ich dachte, das wäre irgendwas. Bist du endlich down, du Affe. Ich bin viel stärker als du. Kommt her, jetzt gibt's erstmal dick auf die Backen, ihr Lümmel. Jawohl, schön mit der Axt ins Gesicht. Geil, ich hab eine Bombe.
verstehe. Okay. Mit X mache ich das also. So, das sind so Power-Ups, die ich fallen lasse, verstehe. Na kommt, was ist denn los? Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel wesentlich einfacher als Dingsbums. Oh, du Affe, ey. Okay, die Lilan sind etwas stärker, weil die halten ordentlich was aus, muss ich sagen. Die Grauen sind One-Hit. Mittlerweile. Die Grünen... Die Grünen glaube gar nicht. Das gefällt mir nicht. Aber gut. Ja. Mal gucken, ob ich das wirklich kaputt machen kann oder nur so. Das ist natürlich sehr schade, weil wir sind ja hier die Guten. So, hält sich aber noch in Grenzen. So, weiter geht's. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das Spiel sau gerne gespielt und gefeiert wie ein kleiner Bubi. Na, dann komm her. Go, go, Power Rangers! Oh yeah! Der ist ja wirklich irgendwie... Relativ easy, muss ich sagen. Ein bisschen springen, das war's. Alter, hat der auch eine Energieanzeige oder so? Boah, der gibt aber natürlich ordentlich. Na, der hat jetzt seine Arme verloren. Könnte man mal mit manchen Leuten aus anderen, aus gewissen Spielen eigentlich auch machen. Mal so die Arme brechen, dass sie nicht mehr nerven. Also von seinem Feuer will ich mich natürlich nicht treffen lassen. So, jetzt gibt's nicht mehr so viel von dir, du Lappen. Ja, der Kopf ist natürlich das Letzte. Ja, das war's mit dir, du Knalltüte. Passwort 3847. Ja, das ging doch mal relativ schnell. Ich muss aber dazu jetzt noch mal so ein kleines Gameplay so erzählen. Ich finde das Gameplay sehr geil. Hat schon etwas. Und die Steuerung selbst finde ich auch sehr nice. Wollen wir mal hier den Jason benutzen? Und ja, also es ist schon definitiv spielfreundlich. Also nicht ganz so extrem wie Street Fighter 2, empfinde ich das zumindest jetzt. Ich habe das ja gerade eben aufgenommen, also von daher... Oha. Ihr kriegt selbst auf die Backen, ihr Vollidioten. Auch verwandeln? Nee, ne? Noch nicht. Geil!
Es ist unglaublich. Oh, schade. Geil. Ich stelle mich einfach nur drunter, was... Einfach nur schön. Dauert mir aber zu lange, Leute. Sorry. Einfach nur geil, dass ich das als Schutzschild benutze. Oh Mann, feier ich. Komm schon, Jason. Ja. Irgendwie, warum konnte ich mich jetzt nicht verwandeln? Och nee, stimmt, man muss hier ja immer von vorne anfangen. Warum kann ich mich... Ach... Ich würde gerne wissen, wie man sich verwandeln kann. Na komm! Finde ich immer wieder lustig. So. Na kommt. Alter. Na, du musst einfach nur lang genug auf die... Na komm. Der muss doch langsam mal fertig sein hier. Ich will mich verwandeln. Hallo, das ging mit dem... Das ging mit dem Zach ein bisschen schneller. Das ging mit dem Zach ein bisschen einfacher. Na, die weichen aus. Nicht schlecht. Na komm. Alter, die machen mich platt, weil ich mich nicht verwandeln kann. Das ist doch scheiße. Grün sind nervig. Na komm. Aber wenigstens kommen keine komischen Fässer mehr. Ich glaube, bei dem Spiel habe ich mich echt nicht verzocken, ey. Dann kommt der erste Gegner. Ja, der, jetzt verwandelt sich auch. Ah, das macht er automatisch. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Yeah! Tyrannosaurus Rex Power! Komm her! Na, jetzt habt ihr es nicht mehr so einfach, ihr Lümmel, hä? Oh, du Ratter, hast gewagt, mich zu treten, du Penner. So.
die Grauen sind ja easy. Oh, du Ratte hinten in den Rücken, ey. Von beiden... Ja, von beiden Seiten, oder was, ihr Knilche? Na, kommt. Wäre schön, wenn es hier irgendwie weitergehen würde. Wie habe ich denn das eben gemacht? Ja, das bringt super viel. Ah. Okay. So. Stimmt, der hatte ja ein Schwert. Keine Ahnung, was das... Wehgetan, glaube ich. Das tut euch aber auch weh, ihr Knülte. Ich will hier jetzt vorsichtig runter, weil du weißt nie, was hier auf dich wartet. Oh, die schwarzen Typen, ey, die halten aber ordentlich was aus, muss ich sagen. Die sind auf jeden Fall stärker als die lilanen. Läuft aber ganz gut. Super, da gab es wenigstens noch mal ein bisschen Lebensenergie. Hier auch nicht, okay. Oh, du Affe, ey. Ist da wenigstens was drin? Eine Bombe, super. Ich habe wieder Tyranno Power. Das wollte ich nicht machen. Ach, Kacke. Ja, ist egal. Dann habe ich wenigstens den hier los. Kann ich da auch irgendwie hoch? Oder kann ich da jetzt nur... Nee, das kann ich nur so. Okay. Kann ich das auch irgendwie... Nee, kann ich nicht, okay. Es ist schön, dass ich da irgendwie hoch kann. So. Das ist einfach zu hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Das geht so nicht. Vielleicht gibt es hier unten irgendwas, was ich übersehen habe oder so. Nee, auch nicht. Hä? Also das mit dem Klettern hier verstehe ich noch. Das ist okay.
Ja, das ist alles kein Problem. Aber hier, ich komme hier gar nicht dran. Nee, ich komme da nicht hoch. Ich komme da echt nicht... Alter, Leute, ich habe keine Ahnung, wie man hier weiterkommen soll. Ah, okay. Warte mal, was? Okay, verstehe. Jetzt verstehe ich das auch. Wir können so eine Art Wandsprung machen. Naja, gibt es keine Manuals oder so, wo man sich sowas angucken kann. Das ist eigentlich sehr schade. Das Ding nervt. Du auch. Das ist eigentlich schon traurig. Also ein bisschen traurig ist das schon, dass man eigentlich durch die Gegebenheiten mehr Damage bekommt, weil man nicht weiß, wie die Steuerung ist. Du nervst. Oh Mann. Als durch die Monster selbst. Gut, Jason, zeig mir, wie weit du kommst. Aber wir haben nur noch ein Leben. Ich weiß gar nicht, ob die 1 noch mitzählt oder ob wir wirklich nur 2 Power Ranger benutzen können. Okay. Du nervst, du Lümmel. So, unser Leben lässt stark zu wünschen übrig. Wir müssen doch auch langsam down sein. Eine Bombe oder Leben wäre mal ganz geil. Hier ist wieder was, da war natürlich nichts drin. Mann! Komm her, du Ratte, du Elendes. Ich springe sogar noch extra. Ja, die Bombe hätte ich jetzt super gebrauchen können. Aber nein. Ich glaube, ich werde... Wenn hier jetzt kein Leben oder so drin ist, dann werde ich... Oh, geil. Aber nicht Full Life. Ist egal. Hauptsache irgendwas. Oh. Scheiße. Nee. Der Dicke da. Hallo. Sieht aus wie so ein kleiner Wikinger. Ja, bitte noch schneller. Nee, das ist ein bisschen unfair. Das kannst du vergessen. Okay. Finde ich gut, dass er so schnell abhaut. Na, er frisst aber doch jetzt ganz gut. Dann muss ich halt warten, bis er hier runterkommt. Punkt. Na, so langsam kriege ich dich, du Ratte.
Ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Was war das denn? Ja, ich krieg dich trotzdem, du Penner. Kannst du machen, was du willst. Ich bleibe einfach hier stehen. Lass mich nicht beirren. Wenn ich dich nicht treffe, dann ist das so. Irgendwo musst du ja auftauchen. Ja, da guckst du blöd, du Kanalienratte, du. Ist mir egal, du hast mehr gefressen als ich. Na komm. Alter, der gibt mir aber übel. Also wenn er noch mehr Leben hat, dann habe ich ein Problem. Zum Glück ist es nicht wie bei Mario, dass man Leben verliert, allein schon, wenn man die Leute berührt. Sonst hätte ich hier schon echt einen auf die Backen. Oh, du Affe, ey. Tja, das war's. Game over. War aber auch schon echt unfair. Naja, war aber cool. 3847. Gut, ich muss mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Nicht, dass ich mich jetzt überhaupt hier im Spiel verliere. Ihr wisst, wie es... Oh, sind 25 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für heute. Vielen Dank. Das Gameplay selbst finde ich saugeil. Gefällt mir persönlich sehr gut. Das Endfazit zum Spiel. Ich hätte auch mal Bock darauf, ein Let's Play zu machen, aber nur, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, ohne Kommentare kann ich dazu nichts sagen. Dann bleibt es bei einem angezockt sein. Ich finde das Spiel sehr geil. Die Steuerung ist auch sehr angenehm, wenn man sich mal reingespielt hat. Finde ich schade, dass es nicht sowas wie Training oder so gibt. Ja, ansonsten Gameplay ist saugeil, ist halt Power Ranger, wird wahrscheinlich für die meisten nicht so viel anbieten. Dieses Video wird dann einfach länger, weil ich das Spiel einfach so toll finde, genauso wie Secret of Mana, aber wenn ich da anfange, dann dauert das schon 2-3 Stunden und darauf habe ich keine Lust. Also bis dahin, Leute, macht's gut, bye bye und vielen Dank fürs Reinschauen, lasst einen Kommentar da, wenn ihr das wollt hier, zieht das mal durch, das ist echt geil. Ich bin mit Power Ranger groß geworden im Kindergarten und deswegen feiere ich das Spiel umso mehr, gerade die erste Staffel, Mighty Morphin, Power Ranger mit Zordon, Jason, Billy, Trini, Kimberly und Zach gegen die böse Hexe Rita und den Lord Zedd später und Golda, diesen goldenen Löwen mit Dingsbums da und wie die anderen hießen, weiß ich nicht, das war relativ uninteressant. Wäre natürlich geil, wenn es irgendwann so weit kommt, dass du auch den grünen Ranger freischaltest und dass der sich zum weißen Ranger verwandelt, das war mein persönlicher Favorit, aber so ein Cosplay ist schweineteuer und deswegen konnte ich mir leider nie so ein Kostüm leisten. Naja, bis dahin, macht's gut, Freunde, ciao und auf Wiedersehen.